Saarbrücken im März 1945. Die Stadt ist zerstört, die meisten Bewohner geflohen. Nur noch rund 7000 Einwohner sind da. Seit Dezember 1944 hatte die deutsche Heeresleitung versucht, die drohende Niederlage gegen die Alliierten abzuwenden. Die standen nach der Landung in der Normandie im Juni, Ende des Jahres 1944, schon in Metz. Die deutschen Offensiven kosten viele 10.000 Menschen das Leben. Besonders gekämpft wird in den letzten Kriegstagen im Bliesgau und in Saarlouis. Man hörte die amerikanische Artillerie, wenn die abschoss, macht es bumm. Und wenn es dann tschüss, dann wussten sie, dass die Granate drüber geflogen war. Wenn das tschüss ausblieb, dann detonierte die Granate in ihrer Umgebung. Homburg wird am 14. März 1945 von britischen Verbänden in Schutt und Asche gelegt. Die Bilanz? Mehr als 200 Tote und viele Verletzte. Nur 6 Tage später ist der Krieg für die Saarländer vorbei. Am 21. März 1945 hissen US-Truppen auf dem Saarbrücker Rathaus ihre Flagge. Der Zweite Weltkrieg ist im Saarland zu Ende.